Vor der belgischen Küste schwebt ein kleines Doppelpropellerflugzeug über riesigen Frachtschiffen, nimmt Spuren ihrer Abgase auf und unterzieht sie vor Ort einer Schwefel- und Stickstoffanalyse. Schiffe riskieren eine saftige Geldstrafe, wenn die Werte zu hoch ausfallen. Das Flugzeug der Küstenwache ist mit einem Luftverschmutzungssensor ausgestattet, den die Besatzung Sniffer nennt, Schnüffler. Im Flugzeug haben wir einen Sensor namens Schnüffler. Mit diesem Sniffer können wir die Emissionen von Schiffen überwachen von Schwefel und Stickstoff. Das ist sehr effizient, weil wir bis zu 10 bis 15 Schiffe pro Stunde überwachen können. Zum Vergleich, ein Inspektor im Hafen bringt es gerade mal auf ein Schiff pro Tag. Wir schaffen also viel mehr Schiffe als jedes andere System. Si tu veux le comparer à un inspecteur dans le port, il peut seulement faire un navire par jour. Donc on peut faire beaucoup plus de navires. Das in Schweden entwickelte Gerät sitzt hinter dem Cockpit des Leichtflugzeugs, 49 Jahre alt, das von zwei Militärpiloten geflogen wird. Etwa 15% aller Schwefel- und Stickoxidbelastungen weltweit stammen von Schiffen.